Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Scrolls Wort zum Sonntag. Ich möchte heute mit euch wieder zwei Themen besprechen. Das eine betrifft mich und das andere ist halt so ein Allrounder-Thema, möchte ich einfach mal sagen. Und zwar Thema Nummer 1 ist mein Urlaub, den ich jetzt bald nehmen werde, weshalb ich gerade so im Aufnahmemarathon eigentlich bin. Es sieht nämlich so aus, dass ich ab dem 25. im Urlaub sein werde und ab dem 29. fliege ich mit der Sekretärin nach Hamburg und werde da die Zeit über Silvester verbringen. Das bedeutet also für mich sehr, sehr viel Stress jetzt hier erstmal vor den Feiertagen, weil aufnehmen, 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 dann gleichzeitig noch Uni, lernen, lernen, lernen. Ist gerade alles nicht so ganz einfach, aber ich glaube, dass es trotzdem ganz gut passen sollte und dass ich auf jeden Fall schaffe, dass ihr jeden Tag ein bis zwei Videos bekommt. Also macht euch da mal keine Sorgen, aber ich muss hier doch anmerken, es wird deswegen am 25., Dienstag, dem 25., am 30. und am 1. keine Streams geben. Dafür aber halt ganz normale Folgen, so wie es sich halt gehört. Zusätzlich wird es nächste Woche am 30. kein Scrolls Wort zum Sonntag geben, aber wahrscheinlich werde ich über die Zeit, wo wir in Hamburg sind, sehr, sehr viel über Instagram posten, sehr, sehr viel gerade so kleine Vlogs oder sowas machen wie in München. Ich habe gesehen, das ist ganz gut bei euch angekommen und ich dachte mal, hey, wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich das auch gerne weiterhin machen. Das fand ich eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, dass ihr da auch wirklich so gute Rückmeldungen gegeben habt. Das freut mich sehr. Und ja, deswegen sieht es so aus. Videos laufen ganz normal weiter. Streams werden da halt erstmal ein bisschen runtergefahren über die Wochen. Jetzt hier bis zum 1. Aber ab dem 6. fangen die Streams wieder an. Vielleicht schaffe ich es sogar nochmal ein bisschen früher zu streamen. Ich komme am Freitag, am 4. wieder nach Hause. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die Sekretärin kommt dann auch gleich wieder mit hierher, weil wir dann wahrscheinlich in der nächsten Woche direkt wieder Uni haben. Müssen wir einfach mal gucken, wie es zeitlich passt. Aber ich gebe euch da auf jeden Fall Bescheid. So, das war das Große und Ganze eigentlich zu meinem Urlaub und jetzt möchte ich einfach mal zu der eigentlichen Thematik kommen, über die ich heute mit euch reden wollte und zwar Weihnachten. Klar, man könnte jetzt hier drüber reden von wegen, hey, was ist eigentlich wichtig an Weihnachten? Ist es die Familie? Sind es die Geschenke? Ist es das Essen oder sowas? Ich meine, hey, alle wissen Bescheid, gutes Essen verschmäht eigentlich niemand, aber nein, ich möchte heute mit euch ein bisschen über das Konsumverhalten der Menschen sprechen in der Weihnachtszeit. Ich weiß, das ist ein krasses Thema und viele denken sich jetzt wieder, oh shit, Alter. Was geht denn hier mit Scroller? Was für Themen redet der denn hier plötzlich? Ja, aber jetzt passt mal auf. Es hat nämlich einen ganz einfachen Grund, warum ich darüber sprechen will. Ich habe das bei mir in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gemerkt, dass ich auch so jemand bin, der sagt, hey geil, Weihnachtszeit, shoppen gehen. Nur dann habe ich halt irgendwie immer so gedacht, hey, wann gehst du shoppen? Dann hatte ich immer keine Zeit, dann hatte ich hier dieses, dann hatte ich hier jenes. Und schlussendlich ist es darauf rausgelaufen, dass ich auch einer der Geächteten war, die am Weihnachtstag noch in den Laden gerannt sind, um noch ein, zwei Geschenke zu besorgen. Und heute, dieses Jahr, möchte ich einfach mal sagen, yes, ich habe es geschafft, vor dem Wochenende hier jetzt, also jetzt hier seit Freitag, heute ist Sonntag, seit dem 21. habe ich alle Geschenke für jegliche Person, der ich was schenken möchte. Und die Sache ist halt, wo ich euch mit euch drüber reden wollte, gehört ihr auch zu den Personen, die diese Last-Minute-Weihnachtseinkäufe auch machen, die halt sagen, hey, ich gehe jetzt wirklich am 24., gehe ich jetzt noch irgendwo in den Laden rein und shoppe mich hier zu Tode, weil ich noch nicht alle Geschenke habe. Also ich persönlich habe das jetzt wirklich die letzten 4 Jahre immer wieder gehabt, da hat mir ein, zwei Geschenke gefehlt, also es war jetzt hier nicht irgendwie die halbe Weltgeschichte, die ich da noch einkaufen musste, nein. Aber es ist halt trotzdem so eine Sache, dass man halt wirklich merkt, hey, shit, ich habe halt einfach noch was vergessen. Ich muss da auf jeden Fall noch was besorgen. Und ganz grob, wenn man hier über das Konsumverhalten des Menschen in Richtung Weihnachten sowieso denkt, dann ist es halt insane. Wenn ihr euch mal hier so verschiedene Graphen oder sowas anguckt, die ich hier jetzt nicht einblenden werde, weil die nämlich alle irgendwo gesponsert sind von irgendwelchen Marktfirmen etc., dann seht ihr halt einfach insanen Anstieg einfach nur. Es ist halt wirklich so, dass irgendwie über die normale Zeit wird halt, sagen wir einfach mal, werden so 40% oder sowas vielleicht einkaufen. Und dann an Weihnachten kaufen alle Leute ein. Aber wirklich alle Leute. Und das ist halt, finde ich halt, eine sehr, sehr interessante Sache, weil damit wird halt auch die Wirtschaft ein bisschen verändert. Damit können die einzelnen Betriebe sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeinen Elektronikfachhändler nehmen, der sagt dann jetzt einfach, hey, meine Sachen kosten anstatt 50 Euro 100 Euro. Dann würden es die Leute trotzdem kaufen. Aber diese Leute sind sehr, sehr smart. Die sagen nämlich, hey, ich verkaufe hier mein MP3-Player nicht für 50 Euro, wie er normal kostet, sondern für 25, weil da kaufen es nämlich mehr Leute.
Und das ist halt so eine Sache, weil dann denken sich die Leute so, oh mein Gott, der 1P3-Player kostet anstatt 50 Euro nur 25 Euro. Und eigentlich sollten sie viel, viel mehr verlangen dafür, weil Weihnachtsgeschenk ist und jeder muss hier irgendwas über die Weihnachtszeit kaufen. Ich kaufe gleich 4. Und das ist so das Prinzip, was ich eigentlich so auch bei mir ein bisschen gemerkt habe, was halt wirklich dazu anregt. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen hier, also heute gerade auch mit dem guten Sascha drüber gesprochen, und das war halt einfach der Fall, dass im Blizzard Store ja momentan ein paar Angebote vorhanden sind, gerade in Richtung World of Warcraft, gerade in Richtung Spiele etc. Und ich fand es halt überaus interessant, dass wir haben halt drüber geredet, ob es sich hier was geholt hat, und ich habe da auch dann irgendwie gesagt, dass ich hier was geholt habe, gerade das Wintervale Bundle oder sowas. Und da merkt man halt doch einfach, dass der Mensch so in dieser Geldgeschichte halt einfach angesprochen wird, muss ich hier jetzt sagen, dass wenn irgendwie ein Produkt nur die Hälfte kosten würde als der eigentliche Preis, dass sie viel häufiger zuschlagen. Auch wenn es trotzdem noch immer scheiße teuer ist. Weil ich meine, ihr müsst euch mal überlegen. Normalerweise, ich habe das in meinem Opening schon gesagt. Ich weiß, ihr habt das jetzt nicht gesehen, das Wintervale Bundle Opening. Das wird dann jetzt in den kommenden Tagen auf jeden Fall auf euch zukommen. Aber da habe ich halt gesagt, hey Leute, so und so sieht's aus. Ich habe zugeschlagen. Ich habe dafür das Geld ausgegeben. Es waren ja 20 Euro. Und wenn man für 20 Euro normalerweise Packs kaufen würde, kriegt man genau die Hälfte. Man kriegt keine 30 Packs, sondern nur 15. Und das ist halt so eine relativ interessante Sache, dass wir trotzdem, obwohl das Ganze eigentlich trotzdem immer noch teuer ist, dann eher zuschlagen. Und ja, ich finde es halt eine sehr, sehr interessante Sache, gerade dieses komplette Konsumverhalten der Menschen in der Weihnachtszeit, weil sie halt echt einfach viel mehr Bullshit kaufen, viel mehr Geld ausgeben. Obwohl man es eigentlich sagen könnte, dass es zu anderen Zeiten eigentlich genauso gute Möglichkeiten gibt. Aber Weihnachten ist halt die Zeit des Schenkens. Weihnachten ist die Zeit des Gebens. Und wir geben der Wirtschaft hier auch einen sehr, sehr großen Stoß wieder. Deswegen schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu. Seid ihr auch so Last-Minute-Weihnachtseinkäufer? Seid ihr auch so Leute, die halt dann in die Läden gehen und sehen, Weihnachtsangebot hier, Weihnachtsangebot da, shoppen, shoppen, shoppen? Oder seid ihr doch eher so ein bisschen so, es ist nicht so meins. Ich bastel vielleicht gerne was zu Weihnachten. Ich habe jetzt auch, kann ich immer hier sagen, ich habe für meinen Vater, der ein großer Segelflug-Fan ist, habe ich ein Geschenk gebastelt. Also, in meinem Alter halt gebastelt. Das ist so ein, da er das eh nicht sehen wird, kann ich eigentlich sagen, es ist so ein Revell, heißt es Revell oder Revell? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Diese Modellbausachen, da habe ich im Segelflugzeug gebaut. Also ich fand es schon cool. Ich habe mir sogar überlegt, da kurz ein Video drüber zu machen, aber dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Aber da habe ich halt auch Vorbereitungszeit einfach dafür gebraucht. Aber ich denke trotzdem, dass das halt sehr, sehr viel Freude bereiten wird, weil es einfach was Schönes ist. Ich muss sagen, sieht halt echt gut aus. Ich habe es leider schon eingepackt, sonst hätte ich es euch jetzt noch gezeigt. Aber es ist halt echt eine coole Sache. Basteln ist halt auch noch ganz schön. Und wenn man auch nur einen schönen Brief schreibt oder sowas, freuen sich die Menschen halt trotzdem sehr, 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 sehr darüber. So Leute, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung hier zum Konsumverhalten der Menschen über Weihnachten in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie eure Meinung dazu habt. Ich weiß, es ist ein bisschen ein krasses wirtschaftliches Thema jetzt einfach mal wieder. Aber ich denke, wir können da auch mal über solche Sachen reden. Ich finde es einfach insgesamt interessant, auch mal die Meinung von anderen Menschen zu hören und nicht immer nur so zu denken, so, hey, Alter, eigentlich ist es ja übel crank, aber irgendwie weißt du ja nicht, was die anderen denken. Deswegen haut's auf jeden Fall rein, schreibt mir rein, ob ihr Last-Minute-Einkäufer seid. Und sorry nochmal, dass es hier jetzt in der nächsten Zeit keine Streams mehr geben wird. Das wird aber auf jeden Fall nach Silvester ab dem 6. dann wieder anlaufen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat diese Folge hier von Scrolls Wort zum Sonntag auch gefallen. Wenn ihr mehr davon wollt, es geht übernächsten Sonntag weiter. Das bedeutet auch an dem Tag, wo ich nicht streamen werde, werde ich kein Wort zum Sonntag bringen, sondern eher ein Vlog oder sowas. Muss ich mal noch schauen. Haut rein. Wunderschönen Tag euch noch. Wunderschöne Weihnachtsferien und alles Mögliche, wie auch immer. Und wenn ihr kein weiteres Video ansonsten seht an Weihnachten, wünsche ich euch ein wunderschönes Fest. Haut rein. Tschüss.